Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Harry Maguire wurde zum Premier League Spieler des Monats November gewählt und wir schauen uns den Engländer von Manchester United im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Ja, damit hätte wahrscheinlich keiner mehr gerechnet, beziehungsweise vor einigen Monaten noch, dass Harry Maguire ja so zurückkommt und sich hier eine POTM-Version in EAFC verdient und somit natürlich auch eine gute Real-Life-Leistung gezeigt hat. Wir schauen uns jetzt die Karte an und wir können ja auch schon auf den Face-Stats sehen, dass EA da gerne ein bisschen nachgeholfen hat, besonders beim Tempo. Wir haben hier ein Plus von, ich glaube, sage und schreibe 36 auf das Tempo. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, ansonsten kommen wir auch schon von einer 79 auf eine 86. Ich weiß gar nicht, wann es das mal gab, weil normal ist es doch immer nur so ein, glaub, ein doppeltes Team of the Week Upgrade. Wäre es das dann? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ja, könnte schon gut sein, da ja, ich glaube, jeder Team of the Week auf mindestens 83 geht und dementsprechend, naja, ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Ich blicke da auch nicht mehr so ganz durch. Das spielt ja auch keine Rolle. Die Karte sieht für den Maguire super spielbar aus. Ich wünschte, okay, Hummels hat auch schon ganz gute Karten. Da sind wir auch gar nicht so schlecht bedient, tatsächlich. Okay, Arbeitsraten hoch, hoch. Finde ich sogar neben einem, der ja niedrig hoch hat oder mittelhoch, sogar ganz angenehm. 1,93 ist er groß. Ich wusste gar nicht, dass er so groß ist. Moment, ich muss euch noch den Preis erzählen, bevor ich hier noch lange auf die Stats eingehe, denn das ist tatsächlich der Wahnsinn. 80 bis 85.000 Coins, je nachdem auf welcher Plattform ihr spielt, müsst ihr für ihn aktuell hinblättern. Das ist natürlich immer abhängig, wie der Markt gerade ist, aber das ist zum Zeitpunkt jetzt nach Release dieser SBC der aktuelle Preis. Also ganz angenehm, besonders wenn man bedenkt, Premier League, Engländer, gute Nation, gute Liga, Manchester United. Ja. Okay, Innenverteidiger kann er nur spielen. Er hat einen kleinen Versatz zwischen Antritt und Tempo. Das ist aber nicht weiter schlimm. Guckt euch mal diese brutalen Defensiv-Stats an und die Physis für eine 86er-Karte. Und wer weiß, eventuell in der Zukunft können wir ihn nochmal in eine, ich sag mal, Evolution stecken. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Er hat viel Tempo. Also da können wir vielleicht noch ein bisschen warten. Aber das Warten könnte sich sogar eventuell lohnen. Was bringt er mit? Powerkopfball, weiter Pass hat er, Abdrängen, Block und als goldenen Playstyle Grätsche, die hat er, glaube ich, auf seiner Goldkarte gar nicht. Also hier gab es auch auf jeden Fall ein Upgrade, bei den anderen, da bin ich mir nicht so sicher. Könnt ihr nochmal schauen, auf jeden Fall hat er sechs Playstyles, das ist schon reichlich. Also die Karte sollte man, also gerade die letzten drei Karten, die wir hier gesehen haben, jetzt mit inklusive Maguire, die sind absolut fein. Also da kann man nichts sagen. Adama Traoré, Benacer, das waren echt gute SPCs. Ich weiß nicht, ob jetzt daran liegt, dass EA die Spieler so ein bisschen davonläuft und dass sie jetzt wieder ja die Spieler vermeintlich wieder zurücklocken wollen mit guten und bezahlbaren SPCs. Also vor allem bezahlbar. Okay, so viel dazu kann man mitnehmen. Kommen wir jetzt zu den SBC-Lösungen und dort haben wir zwei an der Zahl, die wir zu lösen haben. Wie gesagt, 80 bis 85.000 Coins. Wir haben hier einmal Team England und eine Premier League SBC. Wir bekommen noch kleine Packs zurück. Ja, also es schmälert nochmal so ein bisschen den Preis von der SBC, weil wir zwei SBCs und damit auch Packs haben. Sind sogar tradable. Vielleicht zieht ihr noch was Gutes daraus. Okay. Schauen wir uns die erste SBC an. Wir haben folgende Bedingungen. England, da brauchen wir mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 84 und natürlich 11 Spieler. Ich präsentiere euch jetzt eine Lösung. Ich mache das nicht mehr, dass ich quasi ja, euch hier so einen Dream Squad vorstelle, sondern mit meinem Partner Easy SBC können wir das ganz einfach und bequem lösen. Das könnt ihr auch machen. Checkt einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung aus. Hier ist die Lösung. Könnt ihr einfach kurz auch das Video pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen oder besser sogar erbieten. Wenn ihr möchtet und ihr habt vielleicht noch einen anderen 84er im Team statt Lukaku, dann könnt ihr hier wählen und wählt dann einfach zum Beispiel den Fabinho aus. Also vielleicht habt ihr noch was im Verein. Es gibt nochmal die Option, noch Spieler hinzuzufügen, auch mal so eine 86er-Karte, wenn ihr welche im Verein habt. Dann wird das ja insgesamt für euch hier noch ein bisschen variieren und ihr bekommt eine andere Lösung angezeigt.
Okay, erste SBC gelöst. Somit gehen wir nun zur zweiten Premier League. Und die Bedingungen sind folgende. Wir brauchen hier einen Premier League-Spieler, Teamgesamtbewertung 85 und auch hier natürlich wieder 11 Spieler. Und hier einmal die Lösung dazu. Okay, ich denke, das sollte genug Zeit der Einblendung gewesen sein. Ja, ich überlege tatsächlich, wie ich den... Oh, jetzt hat er auch sein Live-Bild aktualisiert. Das freut mich, dass ich das jetzt noch hier kurz vor Videoschluss noch reinbekomme. Also auch ganz cool, jetzt schon recht schnell mit einem dynamischen Bild. Mal gucken, wie ich ihn einbaue. Das können wir übrigens auch mit dem Tool testen. Also falls ihr vielleicht... So ein Team mit ihm bauen wollt und auch noch gar nicht so wisst, wohin es gehen soll, dann könnt ihr auch Easy SBC einmal ausprobieren. Dort könnt ihr zum Beispiel, also sagen wir mal, ihr habt 500.000 Coins. Na, sagen wir mal, ihr habt 7x50. Ihr seid halt rich. Und dann nehmen wir noch den Maguire. Ich glaube, das ist dann immer inklusive des Preises. Genau, der ist auch schon drin. Und dann spielt ihr vielleicht mit einem Rodrigo vorne im Sturm. Genau, dann nehmen wir den nochmal mit rein. Und dann könnt ihr euch mit eurer Aufstellung und dann... Oh, wir sind jetzt schon bei 615.000. Nee, gar nicht. Das haben wir noch übrig tatsächlich. Und jetzt können wir uns einen... den besten Squad nach Meta-Rating quasi generieren lassen. Und das macht er jetzt gerade mit der, ja, künstlichen Superintelligenz. Und jetzt haben wir hier den bestmöglichen Squad für den Preis. Ja, den haben wir dann generiert. Da können wir auch noch wahrscheinlich nochmal hier so ein, noch ein bisschen was auswählen oder noch ändern, mal einen Spieler rausschmeißen, noch jemanden hinzufügen. Also ist ganz interessant. Wir haben hier auch diesen Meta-Score, der auch einiges aussagt. Aber könnt ihr nochmal im Detail darauf eingehen, das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern. Super interessant und ja, ihr könnt euch daran ein bisschen austoben. Also checkt den Link unten in der Videobeschreibung aus und das soll es gewesen sein. Ich werde den auf jeden Fall mitnehmen, den guten Maguire. Und ja, gerne liken, gerne kommentieren und falls ihr es noch nicht gemacht habt, kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.